Hallo Leute, hier ist Maxwell zurück mit Folge 23 meiner Let's Max Rathaus 10 Serie. Mein King hat gerade sein Upgrade beendet. Und ja, in diesem Video werden wir zwei Farming-Angriffe haben, zwei Live-Kriegsangriffe und dann wie immer nochmal die Upgrades. Und ja, ich hoffe, das klingt gut für euch. Wenn ihr bereit seid, dann fangen wir jetzt an. Und legen direkt los mit dem ersten Farming-Angriff. Ich wollte euch ein bisschen mehr Balloonieren zeigen. Habe ich ja bisher noch nicht so viel gemacht. Ich habe schon das ein oder andere Mal Lava-Lunien gezeigt, also mit Lava-Hunden, aber ohne Lava-Hunde noch nicht so oft. Von daher denke ich, kann ich das nochmal bringen. Ich bin da aktuell gerade wieder dabei, meinen Weg hoch zu pushen. Die liegen in Richtung Kristallliga. Bedeutet, ja, ich möchte Pokale ansammeln, damit ich wieder den höheren Liga-Bonus bekomme. Und habe mich dazu entschlossen, Balloonien zu benutzen. Das nochmal ganz kurz als Zusammenfassung, weil die Armee sehr, sehr günstig ist. Nicht sehr viel Elixier kostet, 230.000 in dem Fall, wenn ich alles benutze. Und nicht sehr viel Dunkles kostet, nämlich ungefähr 946. Und damit ist es für mich einfach ideal, weil es sehr flexibel ist. Man trifft sehr, sehr viele gerushte Bases natürlich in der Goldliga. Das heißt, relativ leicht für mich mit meinen Rathaus 9 Ballons und Lakaien, die dann auseinanderzunehmen und hier sicher ein oder sogar zwei Sterne zu holen. Und dabei habe ich auch dann oft noch einen ganz guten Loot. Wie ihr hier seht, also 390.000 Elixier und 1.000 dunkles Elixier. Heißt also kein dunkles Elixier verloren und Elixier sogar ein bisschen was gewonnen. Und das ist natürlich dann ideal, wenn ich auch noch ein bisschen Loot schon mal direkt sammle. Weil ich erwarte gar nicht, ich erwarte gar nicht, dass ich, das war hier Mass Miner, das will ich eigentlich gar nicht zeigen, damit langweile ich euch nächstes Video dann wieder. Ich erwarte gar nicht, dass ich auf meinem Weg hoch jetzt in die Kristallliga unbedingt Loot Plus mache. Natürlich ist es immer schön, wenn man irgendwie immer da oder mal 50.000 Plus macht oder vielleicht auch mal aus Versehen einen richtig dicken Fisch findet hier. Aber ich erwarte es nicht, sage ich ganz ehrlich. Ich möchte nur meinen Loot erhalten, also natürlich nichts verlieren. Von daher, alles was 230.000 Elixier hat, ist okay für mich, greife ich an. Möchte wie gesagt nichts verlieren. Und ansonsten konzentriere ich mich einfach darauf, Pokale zu holen, weil so kommt man am schnellsten voran, wenn man auch dennoch sagt, ah Mensch, ich will aber jetzt doch trotzdem ein bisschen Loot haben oder ist mir wichtig, dass ich so und so viel Gewinn mache, dann ist man nicht schnell genug. Wenn man dann wieder oben ist in der Kristallliga, da kannst du so viel Loot machen, ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht notwendig, sich jetzt darauf zu konzentrieren, dass man jetzt eine Menge Loot macht. Das ist vollkommen uneffektiv, sage ich mal. Es ist viel besser, wenn man sich jetzt erstmal darauf konzentriert, dass man schön zügig seine Angriffe hinbekommt, dass man die Pokale schnell wieder erhöht, weil sobald man halt wieder oben ist, ist man wieder da, wo man Bases findet, die im Schnitt deutlich mehr Loot haben, Bases findet, die einen höheren Liga-Bonus natürlich auch dann gewähren. Also von daher wirklich, wenn man sowas macht, auf eins konzentrieren, dann ist man meistens deutlich effektiver, als wenn man so eine Kombination irgendwie mal macht und versucht, dies noch oder das noch. Habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Meine Kriegsarmee, die ich benutzen will, die ist jetzt gerade fertig, wie ihr seht. Das heißt, wir können gleich dann reingehen und können mal sehen, was wir reißen können im Krieg. Ich habe hier eine Armee gebaut, die so ein bisschen Rathaus 11er auf Rathaus 10 oft benutzen. Ich will übrigens nochmal an der Stelle sagen, falls ihr mein dunkles Elixierlager bemerkt habt, 264.000 Elixier da drin, dunkles Elixier. Ich habe also nicht gecheatet oder gebottet oder irgendwas. Es war das Black Friday Angebot, das war jetzt aktuell gerade im Shop. Falls ihr es auch gesehen habt, da konnte man 125.000 dunkles Elixier kaufen, zusammen mit ein paar Gems und so weiter und so fort. Das habe ich mir geholt, deswegen ist mein dunkles Lager so voll, also alles legit weiterhin. Habe ich ein paar Mark ausgegeben, weil es hilft natürlich bei den Helden-Upgrades. Hilft es natürlich extrem weiter. Währenddessen können wir auch mal unsere Achievements hier einsammeln, fällt mir gerade auf. Die habe ich irgendwie unnötig lange auch schon nicht gemacht. Ich habe immer gedacht, ach, ich hole mir das jetzt nicht. Oh, Level 140 auch noch, also dieses Video passiert alles, Leute. Live-Kriegsangriffe, Farming-Angriffe, Upgrades, neue Level, also Hammer-Video. ich habe mir immer gedacht, ich save diese
Achievements hier für ein Video, aber irgendwie habe ich dann, während ich ein Video aufgenommen habe, immer vergessen. Also gehört auf jeden Fall mal Zeit, dass wir die mal jetzt auch einsammeln hier, von daher, das können wir auch mal direkt machen. Ja, ansonsten, wie gesagt, Armee ist jetzt so langsam ready. Hier könnt ihr mal kurz gucken, also ein paar Hexen, ein paar Bowler. Sollte ganz witzig sein. Wir gucken mal, ob wir damit 3 Sterne holen können. Oh, wir werden auch gerade angegriffen, aber das gucke ich mir jetzt mal nicht an, denn wir wollen ja selber angreifen und wenn möglich 3 Sterne holen. Wir greifen Nummer 7 an. Ich habe mir das schon, hab das schon ein bisschen gescoutet. Ich muss mal ganz kurz überlegen, wo ich jetzt reingehe, an welcher Stelle. Ich denke, ich werde irgendwie hier von der linken Seite, von der 9 bis 12 Uhr Seite reinkommen. Einmal nochmal kurz die Armee checken. Sieht das alles gut aus? Das sieht soweit gut aus. Ja, die Clanburg kommt, dann sollte die Truppen in die Mitte ziehen. Okay, alles klar. Ich denke, wir sind dann soweit bereit und werden jetzt reingehen und hoffentlich 3 Sterne holen. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Ich habe das hier noch nie gegen ein Rathaus 9 ausprobiert. Also müssen wir mal gucken und mal abwarten, wie das so sein wird. Aber wir testen es einfach mal aus. Und los geht's. So, wir fangen an mit jeweils einem Riesen in den Ecken. So, das heißt, die können wir schon mal direkt setzen. Als nächstes werden wir dann da ein paar Hexen, ein paar Bowler dahinter setzen, damit die ein bisschen funneln. Das ist hier das Ziel. Und dann danach werden wir in der Mitte die Truppen setzen. Wenn der Funnel ein bisschen erzeugt ist, da ist auch noch die Queen, die wird uns ein bisschen helfen, hoffentlich unsere Truppen in die Mitte zu ziehen. Da müssen wir mal schauen. Der Golem soll natürlich hier tanken, erstmal die Queen, damit meine Truppen da nicht so viel Schaden bekommen. Mal schauen, dass das auch funktioniert. So, die Bowler dann alle dahinter gesetzt. Ja, sieht soweit erstmal ganz gut aus. Mauerbrecher sah ein bisschen nach Fail aus. Das heißt, die Truppen müssen jetzt alleine sich durchbrechen. Aber so ist es manchmal. Ja, das müsste eigentlich trotzdem klappen. Oh, die gehen. Okay, die Bowler gehen alle außen rum. Das sieht erstmal nicht so gut aus. Ja, müssen wir mal schauen, wie das jetzt hier weitergeht. Ich versuche mal in der Mitte nochmal ein bisschen Alarm zu machen. Werde dann nochmal Rage setzen. Die, okay, Clambo kommt raus. Also Gift bereit machen. Ja, dann können wir mal heilen, obwohl das, ich sehe ja gar keine Truppen in der Mitte, Mensch. Das ist irgendwie, irgendwas läuft nicht nach Plan. Okay, King haben wir schon fast verloren. Fähigkeit sehr spät gezündet, das war nicht ideal. Setzen nochmal den zweiten Jump, aber da ist irgendwie nicht so richtig viel, was da rumjumpen kann. Ich weiß auch nicht so richtig. Gut sieht es nicht aus. Setzen nochmal die Schweine hier unten. Okay, wir haben jetzt noch einen Rage über. Gucken, ob wir den setzen mal hier, dass wir noch vielleicht ein bisschen Value aus den Schweinen rausbekommen, aber ja, schönes Fail auch mal live hier. Naja, was soll's. Ich schneide das trotzdem nicht raus. Das passiert halt auch mal. War vielleicht nicht die beste Strategie hier. Naja, die Hexen werden noch ein bisschen ein paar Prozente holen. Ich lasse das nochmal kurz durchlaufen. Das müsst ihr jetzt nochmal eben mit ertragen, weil falls wir diese Base nicht trippeln sollten, sind natürlich dann die Prozente wichtig. Von daher lasse ich nochmal ein bisschen laufen. 2 Sterne haben wir ja geholt, aber das ist natürlich trotzdem enttäuschend hier die Geschichte. Gut, ist manchmal so. Wir werden einfach versuchen, das beim zweiten Angriff besser zu machen und dann hoffentlich 3 Sterne zu holen. Es gibt ja noch mehr Rathaus 9er, die man angreifen kann. Wir haben auch ein paar richtig starke Angreifer oben mit dabei im Krieg. Also ich will denen auch oben gar nicht ihre Ziele da wegnehmen, indem ich irgendwo oben auf 2 Sterne gehe oder so. Das macht keinen Sinn. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie ohne Queen immer so ein bisschen verloren. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch so geht oder ob ihr damit besser klarkommt. Bei mir ist es irgendwie immer so, dass ich da nicht so richtig auf die Reihe komme, wenn ich keine Queen habe. Für mich ist sie irgendwie ganz wichtig. Naja, jedenfalls hier knappe 88%. Okay, der Bogi schafft es nicht mehr. 87%. 2 Sterne. 2 Sterne hatten wir schon auf die Base, also haben wir nichts gewonnen. Okay, Prozente waren sogar auch besser. Naja, okay. Wir sind zurück mit dem zweiten Angriff, der auch fertig ist. Und diesmal machen wir ein bisschen weniger Faxen ringsherum und machen mal straight up den Bowler-Hexenangriff, so wie man ihn kennt von Rathaus 11ern auf Rathaus 10er. Versuchen wir ihn jetzt als Rathaus 10er mal auf einen Rathaus 9er. Ich habe mir den letzten Angriff nochmal angeguckt. Größtenteils war es eigentlich ein Funnel-Fehler, also Truppen sind nicht dahin gelaufen, wo ich sie hinlaufen haben wollte.
Wir werden versuchen, das jetzt ein bisschen besser zu machen. Das Pathing hier, also der Weg der Truppen, ist ein bisschen besser auf diese Base. Wir werden hier Doppeljump wieder benutzen. Ich gucke nochmal ganz kurz, zu welcher Seite wir am besten reingehen. Wir werden wahrscheinlich diesmal hier zwischen, da drüben, okay. Wir werden wahrscheinlich hier zwischen 6 und 9 Uhr irgendwo reingehen, hier beim Elixierlager mit den Haupttruppen. Da sieht mir das am besten aus. Da läuft alles am geradesten wahrscheinlich in die Base rein. Ja, das ist der Plan. Mal sehen, ob wir ihn ausgeführt bekommen und diesmal hoffentlich die 3 Sterne holen können. Größtenteils hier Rathaus 8 Dev in der Base. Das muss klappen, sonst weiß ich auch nicht. Jamme ich die Queen für den nächsten oder so. Obwohl es ja der letzte Angriff. Naja, egal. Okay, wir gehen mal rein und gucken mal, wie es läuft. Riesen Ecke, 3 Hexen dahinter, 3 Bowler dahinter. Diese Ecke auch ein Riese und 3 Hexen dahinter und 3, 4 Bowler dahinter mal, damit die hier den Funnel link kriegen. Dann können wir die Riesen in der Mitte setzen, den King dahinter, die restlichen Hexen, die restlichen Bowler dahinter. Erster Jump über die erste Mauer. Okay, Clanbow kommt raus, können wir ja mal Gift benutzen. Die Hexen machen natürlich, geben schön Gas hier gegen die Clanbow, das ist auf jeden Fall gut. Ja, sieht aus, wenn diesmal alles reinläuft, das sieht auf jeden Fall schön aus. Können den zweiten Jump schon mal setzen, da vorne über die Ecke. Okay, die Bowler gehen alle nach unten. Ja, hätte man vielleicht besser setzen können, den Jump. War vielleicht ein bisschen früh, aber okay, die Hexen sind alle da oben. Die Bowler holen jetzt das Rathaus, das ist schon mal gut. Jetzt gehen die hier unten. Okay, der King ist hochgelaufen, tankt jetzt für die Hexen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Bowler holen den X-Bogen da weg und die Hexen zerstören oben alles. Okay, sieht gut aus. Diesmal sollten es 3 Sterne werden. Wir zünden den King diesmal auch ein bisschen früher. Das war eine bessere King-Fähigkeit auch. Ja, puh, diesmal hat es geklappt. Diesmal haben wir die 3 Sterne in der Tasche, auch wenn der King stirbt. Beiden Ballons nochmal gesetzt hier, dass die oben noch mit den Verteidigungen ein bisschen helfen können. Okay, also ein bisschen Wiedergutmachung für den ersten Angriff. Immerhin noch ein bisschen ein Nutzen gewesen für den Clan hier. Also ist ja, wie gesagt, wenn man ohne Heldenkrieg macht, ist immer so ein bisschen komisch. Aber immerhin noch ein bisschen einen Wert dargestellt für den Clan. Wir machen es halt trotzdem pleitegeier. Wir wollen einfach hier Spaß haben und die meisten Kriege gewinnen wir auch so. Also von daher alles gut. Und immerhin nochmal 3 Sterne geholt für den Clan. Okay, alles klar, super. Dann haben wir die 9 also aus dem Weg und ziehen damit gleich mit den Iranern. Ja, aber wir haben noch einen Rathaus 10er übrig, der noch 2 Rathaus 9er hitten wird, weil die 1 und die 2 sind schon geklärt. Ja, also sieht gut aus. Denke, wir werden diesen Krieg relativ locker hier gewinnen und noch jede Menge starke Rathaus 9er auch übrig, die auch noch angreifen können. Also alles gut, alles easy. Ich brauche mir keine Sorgen machen, auch wenn meine Angriffe oder der eine Angriff nicht so gut war. Naja, das soll es auch. Reicht auch jetzt eigentlich hin mit dem Kriegscontent. Ja, okay, die haben gegen unsere Nummer 1 auch schon gefailt. Das heißt, okay, das war ein Scout, okay. Ja, müssen wir mal abwarten, aber ich denke, es sollte eigentlich ein relativ lockerer Sieg werden. Wir werden mal schauen, wie das hier so läuft. Ja, das ist es ansonsten für heute größtenteils schon wieder gewesen. Wir haben natürlich hier noch ein Upgrade, was wir machen wollen. Der King, 130.000 Elixier auf Level 28 und damit haben wir auch wieder so wenig dunkles Elixier, dass wir wieder farmen können. Denn wenn man sein Lager übervoll hat durch diesen Angebot, dann kann man kein weiteres dunkles Elixier lagern. Das heißt also, es macht überhaupt keinen Sinn, noch weiter anzugreifen. Deswegen gut, den King jetzt aus dem Weg zu kriegen, damit wir wieder angreifen können. Und ja, das ist es für heute gewesen. Extra lange Folge. Ich hoffe, euch gefällt es. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Bis dann. Ciao.